Hallo ihr Lieben, weil das gerade auf Twitter hochgekommen ist, meine Durchblick-Illusion, möchte ich ein paar Dinge dazu sagen zu meinem möglicherweise sehr irreführenden Auftreten oder Erscheinungsbild. Ich weiß ja nicht, es sieht man immer selber am schlechtesten, wie man rüberkommt und wie man erscheint. Aber es kann sein, dass es also wirkt, als würde ich tatsächlich ernsthaft glauben, ich würde die Wahrheit kennen oder das Richtige oder so. Das ist tatsächlich nicht so, aber selbst mein Sohn sagt zu mir, wenn du zum Beispiel coachst, wenn du, also er kriegt das ja jetzt mit im Homeoffice mehr als früher, wenn du coachst und vermutlich auch bei meinen Videos wirkst du so selbstbewusst, sagt mein Sohn zu mir. Und das sagt ja auch irgendwas aus, wie ich halt sonst so drauf bin, also außerhalb von Coaching und diesen Videos. Ich bin offen gesprochen ein Mensch tatsächlich voller Unsicherheiten und Selbstzweifel. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern immer schon. Also ich bin ein sehr selbstunsicherer Mensch, auch ein sehr weltunsicherer Mensch. Wenn man das philosophisch bezeichnen wollen würde, müsste man sagen, ich bin tatsächlich ein Hardcore-Skeptiker. Und dann ist es sogar noch so, dass ich glaube, dass es Skeptizismus auch in einer nicht verzweifelten Version gibt. Das heißt, in einer sehr spielerischen Version, in der es einfach Freude macht, alles Mögliche in Frage zu stellen und sich eben die Frage zu stellen, kann man das auch anders denken, kann man das auch anders machen und so weiter, aber nicht, weil man in der Not ist, sondern fast aus einer Art Überfluss heraus, also aus einer Nichtnotwendigkeit eben spielerisch. Ne, also das Spiel oder spielerisch sein ist ja ein göttlicher Zustand, weil das bedeutet, dass alle Bedürfnisse erfüllt sind, dass man nicht in der Not ist und dass gerade die Not nicht gewendet werden müsste und dann ist halt Skeptizismus nicht verzweifelt. Und ich glaube, dass es einen solchen Skeptizismus gibt und dass also zum Beispiel auch Philosophie, wenn sie also nicht katastrophal schlimm ist, also nicht platonisch ist, nicht Herrschaftsansprüche stellt und nicht sagt, die Philosophen müssen herrschen und die Herrscher müssen Philosophen sein. Also wenn Philosophie und Politik auseinandergehalten werden, dann hat Philosophie was sehr Lustvolles, Spielerisches. Und man kann zum Beispiel auch gerade Twitter als ein hochphilosophisches Unternehmen verstehen, wenn man Philosophie so versteht, wie ich sie verstehe. Und dann sind viele Menschen zum Beispiel sehr viel bessere Philosophen, als ich es bin, weil ich bin ein nebenher auch noch ein sehr ernsthafter Mensch und es gibt sehr viel spielerischere Menschen oder zumindest die sich das mehr angewöhnt haben oder mehr praktizieren als ich. Also fast nur noch mit Humor zu agieren und fast gar nicht mehr ohne und mit Leichtigkeit und so weiter. Ne, also es gibt jetzt guter Skeptizismus ist leicht. Warum ist es dann so, dass ich so auftrete? Warum ist das so? Und ich würde sagen, ich fühle mich tatsächlich von der Welt dazu gezwungen. Ich bin nicht so. Ich bin also ein sehr unsicherer Mensch, sogar jemand, der teilweise seine Unsicherheit selbst genießt, also der in der perversen Situation ist, dass er sehr viel A, Angst hat, aber dann auch Angst noch geil findet. Also man könnte mich geradezu als angstsüchtig bezeichnen, weil das halt meine Komfortzone ist. Als Kind hatte ich unglaublich viele Ängste, unglaublich viele und auch in einem Ausmaß, das wirklich am Rande des Wahnsinns, wo man sich dann irgendwann in der Klapse wiederfindet, wirklich hart geschrammt hat, also ohne Übertreibung. Und natürlich, wenn man da so lange so drin ist, also wenn man beständig Angstgefühle hat und die auch noch in einem sehr hohen Ausmaß, gewöhnt man sich natürlich auch daran. Und man ist dann sehr, sehr ängstlich, aber gleichzeitig genießt man die Angst und man ist fast verstört, wenn man keine Angst hat, weil man halt das gewohnt ist. Das ist halt eine andere Art von Komfortzone. Und ich glaube, dass auch das gar nicht so wahnsinnig selten ist. Ich glaube, sehr viele Menschen gewöhnen sich an sehr ungute Zustände und passen sich dann halt daran an und dann entwickeln sie halt sehr merkwürdige Skills in der Anpassung als Coping-Strategie, um mit nie unguten Zuständen klarzukommen. Und wenn man dann die Skills mal hat, mit die man ursprünglich aus der Not entwickelt hat, dann haben die ja natürlich auch immer was Lustvolles. Man möchte sie anwenden. Und deswegen suche ich zum Beispiel Situationen, in denen ich Angst habe. Nicht, weil ich ein Psychopath wäre. War wirklich sehr enttäuscht. Ich dachte lange, ich hätte so psychopathische Anteile, aber das stimmt nicht. Also alle Tests, die ich gemacht habe, zeigen das Gegenteil. Ich bin bedenklich unpsychopathisch, also ich zeige Verhaltensmuster, die genau auf der anderen Ebene des Spektrums von Psychopathie liegen und dann auch schon wieder problematisch sind. Ich sollte etwas psychopathischer sein, als ich bin. Das würde mir sehr helfen, auch mit meinem Leben und mit der Gesellschaft besser klarzukommen, aber das ist halt Veranlagung. Also ich bin tatsächlich ich habe diese dunklen Triade-Tests x-mal gemacht, das kommt immer wieder raus und ich versuche das so ehrlich wie ich kann zu beantworten und mich se nicht selbst zu behumsen bei den Testantworten, aber egal. Auf jeden Fall, ich suche die Angst nicht deswegen, weil ich eben so eine hohe Reizschwelle hätte, wie das bei Psychopathen anscheinend ist. Also die suchen halt auch dann deswegen das Risiko, weil sie das brauchen, um sich überhaupt zu fühlen. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich brauche nur geringste Reize, um was zu fühlen. Also ich habe eine unglaublich niedrige Reizschwelle in vieler Hinsicht, nicht in jeder, aber in vieler.
Und aber dann ist es halt perverserweise so, auch daran gewöhnt man sich. Und dann ist man halt süchtig nach diesem Gefühl. Und so ist das bei mir. Und insofern ist bei mir vieles so, dass es ganz anders aussieht, wahrscheinlich, vermute ich, als es faktisch eigentlich ist. Ich bin hochgradig selbstunsicher. Ich würde mich als, wenn man überhaupt mir noch eine philosophische Position zuschreiben würde, würde ich sagen, Hardcore-Skeptizist, also im Sinne von Zweifel als Selbstzweck. Nur, wir leben halt in einer Gesellschaft, wo das man nicht gut leben kann, meines Erachtens. Und ich habe das lange versucht, also ich bin lange mit meinen Zweifeln auch hausieren gegangen, aber ich habe da gemerkt, ich fühle mich beständig schlecht. Es fühlt sich nicht gut an. Also pure Selbstsorge hat mich dazu gebracht, anders aufzutreten. Also ich würde sagen, die Gesellschaft hat mich dazu erzogen. Ich war nicht so, aber die Gesellschaft hat mich dazu erzogen, beziehungsweise ich habe mich angepasst an das, was ich vorgefunden habe, und dann habe ich halt so reagiert. Und jetzt reagiere ich halt so und halte halt sehr wortreich dagegen. Ja, also im Grunde ist das eine ständige Gegenrede gegen die Gesellschaft oder eine Verteidigung meiner psychischen Autonomie, was ich hier mache. Indem ich rede und indem ich auch mehr rede und mich möglichst wenig zutexten lasse und ich den Turn mir nehme und versuche, die Gesellschaft zu hypnotisieren, anstatt von der Gesellschaft hypnotisiert zu werden, was ich lange, lange gemacht habe. Also ich habe mich sehr viel hypnotisieren lassen und ich war auch immer sehr leicht zu hypnotisieren. Also ich war leicht zu täuschen, leicht zu betrügen, leicht zu verwirren und so weiter. Ich war ein ganz naiver Mensch. Ja. Und das bin ich wahrscheinlich im Herzen immer noch. Halte ich halt jetzt dagegen, mit der Kraft, die mir halt zur Verfügung steht. Und das ist zum Teil eben die Kraft der Peitu, die Gabe der Rede. Ich rede sehr viel und ich rede auch sehr vermeintlich selbstsicher, um dagegen zu halten, um mir meine Freiräume zu schaffen, vor allem innerlich. Ja, also das bringt mich in mein psychisches Gleichgewicht. Das ist also pure Selbstsorge, alltägliche Selbstsorge. Deswegen gibt es auch so viele Videos von mir. Das wäre sonst nicht anders. Sonst würde ich schon längst sagen, ich habe schon längst alles gesagt, schon vor Jahren, was ich überhaupt zu sagen habe. Naja, aber ich lebe halt weiter. Mir hilft es relativ wenig, dass ich das ja schon in 10.000 Artikeln verwurstet habe und in 20.000 Videos mittlerweile. Das hilft mir wenig, weil im Alltag bedrängt mich das immer wieder von Neuem, und wenn es mich bedrängt, mache ich halt ein Video. Ja, und dann rede ich es mir von der Seele, dann habe ich mir wieder meinen kleinen kognitiven, semantischen Freiraum geschaffen, meine kleine Welt erzeugt, in der ich mich wohlfühle, und so sehe ich das Ganze. Ne? Also es ist pure psychische Unterfunktion meines ganz persönlichen kleinen privaten Lebens, was ich hier tue. Mehr Bedeutung hat das nicht, ja? Auch wenn ich mir das gerne einbilde. Jetzt kommt meine Frau nach Hause, ich mache Schluss. Ceterum censeo, Demokratiam, esse sortiendam.